Was heißt das manchmal so neben der Unterschrift? Da sind so kleine, ja, Buchstaben, I. V. A. I. A. Oder auch oder PPA. Genau. Ist das ein Prokurist dann, wenn man da drunter schreibt, in Vertretung oder was? Wie unterschreibt ein Prokurist? Und dort gucken wir uns mal drei Buchstaben, die sind wichtig. Und die haben Sie vielleicht schon mal gesehen und Sie werden gleich wissen, was sich dahinter versteckt. Ja, der Prokurist unterzeichnet mit per procura. In der Praxis hat sich das aus Paragraph 51 herauszulesende Unterschriftszeichnungserfordernis, dass der Prokurist in der Weise zu zeichnen hat, dass er der Firma seinen Namen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz beigefügt hat, beizufügen hat, dass er das in der Praxis mit dem sogenannten PPA macht. Manche machen da auch noch einen Punkt dazwischen. Das habe ich auch schon gesehen. Das heißt letztlich per Prokura und das heißt mit Prokura. Und das heißt, wir gucken uns mal ein paar Beispiele. Ich habe das einfach mal gegoogelt, so unter Bildern im Stichwort Prokurist Unterschrift. Dort hat man zum Beispiel Uhrenfabrik Maximilian Junger, PPA Julius Berger. Sehen wir hier, ein großes P hat man da genommen. Wer ist denn Juliane Retter? Was hat die denn? Hat die auch eine Prokura? Nein, die arbeitet in Vertretung. Ich würde da außerdem noch einen kleinen Punkt machen, aber egal. In Vertretung heißt letztlich, sie hat eine normale Vollmacht. Und wenn das Ganze eine Uhrenfabrik ist, Fabrik klingt nach kaufmännisch, dann hätte sie eine Handlungsvollmacht. Was haben wir hier noch mit folgenden Grüßen? Metallwerke Gerling und Söhne, PPA Rost. Also hier hat man sogar nur den Nachnamen, hier hat man noch den Vornamen. Das Gesetz sagt letztlich seinem Namen, also wenn man das erkennen kann, welcher Rost das ist, dann reicht einfach auch nur der Nachname. Was haben wir noch? Darmstädter Bank für Handel und Industrie AG. Also man sieht daraus schon, dass es auf alle Fälle eine Aktiengesellschaft ist. Und hier sehen wir PPA. Müller. Also Sie haben hier mit die Möglichkeit, sich selbst Ihren Namen sozusagen nochmal zu verlängern. Nicht nur durch einen Doktortitel, also zwei Buchstaben und einen Punkt können Sie sich Ihren Namen sozusagen tatsächlich verlängern, sondern auch durch drei Buchstaben und einen Punkt, nämlich PPA. Ja, was haben wir noch für ein Beispiel für Sie gefunden? PPA Anton Engel oder sowas oder auch PPA, hier wird das A mal groß geschrieben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Ne? Also deswegen ein bisschen gucken, mal in Zukunft, was Sie denn da so alles haben. Ja, dann sind wir schon wieder bei dem Ende der Prokura. Professor Richter, wie erlischt eine Prokura? Also wir wissen, man bekommt sie, indem man also dann angestellt wird, zum Beispiel in einer Firma und hat dann im Arbeitsvertrag das zum Beispiel drin, dass man eine Prokura bekommen hat. Oder es wird im Handelsregister veröffentlicht und eingetragen. Aber wann erlischt eine Prokura? Das schauen wir uns gleich im nächsten Video an.